Hallo, ich bin Robert von Ersatzteilshop und heute tauschen wir die Türmanschette bzw. die Türdichtung von dem Bullauge einer Waschmaschine. Die Türdichtung befindet sich am Bullauge und dichtet im Prinzip den Bottich, also den Laugenbehälter mit dem Wasser, was sich darin bewegt, nach außen ab. Die Türmanschette kann durchaus mal reißen, also mit der Zeit verschleißen, dann ist die nicht mehr so biegsam, ist porös an manchen Stellen, dann kann es zu einem Wasseraustritt entweder am Bullauge kommen oder, was noch viel schlimmer wäre, ist, wenn die Manschette reißt und der Wasseraustritt findet in die Maschine statt. Wie gesagt, das kann durchaus passieren nach einer gewissen Zeit, dass die Manschette ein bisschen spröde wird und dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufreißt oder vielleicht durch Wäsche, die sich verklemmt hat oder einen BH-Bügel am Ende aufgerissen wird, dann bietet es sich an, die Manschette zu tauschen. Macht auf jeden Fall Sinn, weil das Gerät ja sonst technisch in Ordnung ist und nur wegen so einer Türmanschette solltet ihr das Gerät definitiv nicht wegschmeißen. Wir schauen uns das mal an, weil die Türmanschette meiner Meinung nach ein bisschen ein kniffliges Thema ist. Das heißt, wenn ihr euch daran wagt, solltet ihr ein bisschen Geduld haben. Ich denke, für die Reparatur braucht ihr beim ersten Mal so um die 30 Minuten. Das werdet ihr jetzt im Detail sehen. Eigentlich ist es kein riesig komplexes Thema. Ihr müsst ja nicht an irgendwelche Stecker ran, an irgendwelche Platinen ran. Aber es ist ein bisschen frickelig. Das heißt, es nervt an der einen oder anderen Stelle schon, diese Spannringe wieder drüber zu ziehen. Aber das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wichtig vor jeder Reparatur: nehmt das Gerät vom Wasser, nehmt das Gerät vom Strom. In dem Fall müsst ihr die gesamte Frontblende abbauen. Deswegen weg, Strom weg, Wasser weg und dann passt das. Für die Reparatur benötigen wir, ich nehme Akkuschrauber zum Abschrauben des Deckels. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Zange, um die Spannringe zu lösen. Wir benötigen ein bisschen Hebelwerkzeug, einen Kreuzschlitzschraubendreher. Und ich habe hier noch ein bisschen Seife, um die Türdichtung am Ende wieder sauber einzufädeln. Ich lege das mal beiseite und wir fangen mal an. Als ersten Schritt machen wir den Deckel auf. Am besten kommst du mit rum. So, dazu haben wir auf der Rückseite vom Deckel zwei Schrauben. Die lösen wir. Das ist je nachdem, welches Gerät ihr habt, immer ein bisschen anders, ob das jetzt Kreuzschlitz, Torx oder der Langschlitz ist es eigentlich nie. Also Torx oder Kreuzschlitz ist. Die Schrauben müssen raus. Danach heben wir den Deckel ein Stück an, schieben ihn nach vorn und machen ihn ab. Was eben ganz wichtig ist, wir müssen, um die Front der Maschine zu öffnen, das Bedienteil abbauen, damit wir sauber rankommen und ein bisschen hebeln können. Und meistens sind die Schrauben von der Frontblende unterhalb des Bedienteils. Als erstes können wir aber mal diesen Spannring hier lösen. Der verbindet Türmanschette mit der Vorderseite und auf der anderen Seite ist die Türmanschette mit dem Laugenbehälter, dem Bottich, verbunden. Wir lösen die Feder. Es ist ein bisschen schwierig an manchen Stellen diese Feder zu lösen, weil die doch arg unter Zug steht. Ihr solltet auf jeden Fall vorsichtig sein, dass ihr euch die Finger nicht einklemmt bei dieser Aktion. Hebelt die nach außen und dann zieht ihr die raus. Mitunter steht die unter größerem Zug und das geht alles ein bisschen schwieriger. In dem Fall geht es ganz gut. Meistens sind es aber auch die Innenfedern, die ein bisschen schwieriger sind. Hier hat sie es jetzt schon gelöst, die Türmanschette. Wir müssen die über diesen Rand abziehen. Ringsrum. So, und jetzt haben wir die Türmanschette schon gelöst von der Frontblende. Ich schiebe die mal ein bisschen rein und jetzt könnt ihr im Prinzip schon sehen, dass wir hier in das Geräteinnere reinschauen können, zwischen den Laugenbehälter und die Front. Wie gesagt, die Front muss ab. Das heißt, wir lösen jetzt die Schrauben, die die Frontblende halten. In dem Fall sind das hier oben Schrauben. Hier eine Kreuzschlitz, die machen wir ab. Die hier drüben machen wir auch ab. Guckt bei eurer Maschine, wackelt ein bisschen und guckt, ob da noch mehr Schrauben sein könnten. Meistens sind natürlich unter dem
unter dem Spülmittelfach noch schrauben. In dem Fall ist es nicht so. Das heißt, die ist nur gekippt. Und dann seid vorsichtig, wenn die Nasen einmal weggebrochen sind, sind sie weg und lassen sich nicht mehr dran kleben. Also vorsichtig hebeln. Da haben wir es schon. Die Bedienblende legen wir im Prinzip vorsichtig hier oben drauf. Und schauen, wo wir die Schrauben für die Frontblende finden. Das seht ihr jetzt schon hier und hier. Die Frontblende muss aber noch an anderen Stellen, und zwar unten, fixiert sein. Wir machen das Bullauge nochmal vorsichtig zu. Die Blende kriegen wir so ab. Das ist im Prinzip einfach nur eine Revisionsöffnung. Dahinter findet ihr das Flusensieb und den Ablaufschlauch. Hebelt vorsichtig. Und da haben wir es schon. Jetzt schauen wir mal von unten. Hier haben wir noch eine Schraube. Hier haben wir noch eine Schraube, die im Prinzip den vorderen Bereich halten. Die müssen ab. In dem Fall ist es auch nur Kreuzschlitz. Hier bietet es sich an, mit dem Schraubendreher zu arbeiten. Mit dem Akkuschrauber habt ihr nicht genügend Gefühl. Und dann gehen die Schrauben mitunter zu schnell raus und euch saust die ganze Front ab. Das wollen wir nicht. So. Dann haben wir die Nummer 1. Jetzt machen wir die ab. Also links rum ist immer ab. Das heißt, wenn ihr so rum dreht, ist ab. So rum ist fest. Rechts rum ist fest, links rum ist ab. Demzufolge abdrehen links rum. Und jetzt haben wir hier oben noch die Schrauben. Raus damit. Jetzt wird es so sein, dass die sich wahrscheinlich die Blende ein bisschen nach unten verlagert. Wir halten ein bisschen gegen, dass die nicht abrutscht. Und haben hier drüben noch die letzte Schraube. So. Im Normalfall müsst ihr die Blende jetzt unten ein bisschen nach vorn ziehen. Und die gesamte Tür nach unten ziehen. Geht in dem Fall auch. Ihr seht das jetzt hier nochmal, das sind solche kleinen Plastinasen, die die Tür in solchen Langschlitzlöchern, wie hier drüben am Korpus zu sehen, nach oben festhalten. Also die wird dann einfach da reingeschoben. In dem Fall haben wir hier noch die Türverriegelung auf der Innenseite. Die muss natürlich auch ab. Also lösen wir den Stecker. So, Stecker ist ab. Und jetzt können wir die gesamte Front samt Bullauge einfach beiseite stellen. Und jetzt haben wir den inneren Bereich der Maschine mit dem Laugenbehälter. Im Laugenbehälter ist die Trommel gelagert. Das sind bloß die Gegengewichte, damit die sauber austarieren kann beim Schleudern. Und wie ihr seht, haben wir bei der Türmanschette hier wieder so einen Spannring. In dem Fall ist es aber eine komplett umlaufende Feder. Nicht wie der andere Spannring, der aus einem Draht und einer Feder bestand. Hier ist es eine komplette Feder. Das ist auch mitunter die frickeligste Stelle beim Wiedereinfädeln. Beim Ausfädeln geht das eigentlich immer noch. Aber beim Wiedereinfädeln, da braucht man Geduld und gute Nerven. Das gleiche wie an der Außenseite. Ihr zieht die Feder nach außen, zieht sie insgesamt raus. Da haben wir die Feder. Und jetzt seht ihr schon, ihr habt Markierungspunkte an der Türmanschette. Das heißt, ein kleiner Pfeil nach oben, der auf die Mitte des Laugenbehälters geht. So rum müsst ihr die dann wieder einbauen. Also macht euch jetzt an der Stelle vielleicht nochmal ein Bild von der alten Türmanschette. Hier unten sind die drei Ablauflöcher. Macht euch ein Bild, so wie die Türmanschette jetzt ist. Guckt euch die Details an. Vergleicht jetzt, wenn ihr die neue Türmanschette schon da habt, ob die auch optisch passt. Dass ihr auch das richtige Teil bestellt habt. Beim Kauf der Türmanschette geht immer über die Typnummer eures Gerätes, dann ist es am sichersten, dass auch die richtige Türmanschette geliefert wird. Jetzt ziehen wir die Türmanschette wie die Außenseite einfach hier oben raus. Die klemmt jetzt zwischen dem Laugenbehälter und der Trommel hier drin. Das heißt, jetzt mit einem Ruck einfach abziehen und da haben wir im Prinzip die Türmanschette. Unsere Türmanschette war jetzt nicht kaputt, wir haben euch das jetzt nur gezeigt, um das ein bisschen zu verbildlichen. Viel interessanter wird jetzt wieder der Einbau. Der Ausbau an sich ist eigentlich das leichtere Thema. Der Einbau ist das, was immer ein bisschen nervt und ein bisschen Zeit kostet. Also ich mache das in aller Regel so, dass ich mir ein bisschen Seife zur Hilfe nehme, die Seife oben in die Türmanschette reindrücke.
in diesen Falz, der im Prinzip, kannst du noch mal ein Stück näher kommen, zwischen dem Bottich und der Trommel ist. In diesen Falz fülle ich die Seife ein und gehe dann mit dem Finger ringsrum, bis die Seife überall verteilt ist. Ist im Prinzip nur eine Einfädelhilfe, damit das dann alles ein bisschen leichter geht. So, da haben wir das. Ihr seht den Pfeil wieder, der nach oben zeigen muss. Und ihr seht die Ablauflöcher, die nach unten zeigen. Jetzt fangen wir an einzufädeln. Das heißt, diese hintere Lippe muss zwischen die Trommel und den Laugenbehälter und die obere Lippe muss drum über diesen Falz gelegt werden. Ihr seht jetzt schon, ich bin ein bisschen verrutscht. Ihr könnt halt bis zur Hälfte, also bis der die Türmanschette bis zur Hälfte drauf sitzt, könnt ihr immer noch ein bisschen bewegen. Wenn ihr die zu drei Viertel drauf habt, wird es dann schwierig. Das heißt, korrigiert jetzt die kleinen Fehler. Der Pfeil muss genau da oben hin. Und dann geht ihr her und fädelt den Reihum ein. Mit einer Hand haltet ihr den Pfeil an der richtigen Stelle. Und dann wird im Prinzip Stück für Stück wieder eingefädelt. Das schwierigste Stück kommt bei der Maschine im unteren Bereich an den Gegengewichten. Aber das sollte kein Problem sein, wenn man, wie gesagt, ein bisschen Geduld mitbringt. So, wenn ihr die Türmanschette umlaufend wieder sauber drin habt, geht nochmal mit der Hand ringsrum, dass keine Wellen irgendwo drin sind. In dem Fall sitzt sie super, die Löcher sind genau unten, der Pfeil ist genau wieder hier oben. Jetzt seht ihr den Falz. In diesem Falz muss am Ende die Feder wieder rein. Wie gesagt, auf der inneren Seite, also an der Bottichseite, hatten wir den Federring und nicht diesen Spannring mit der Zusatzfeder. Der Federring geht eigentlich am schwersten drauf. Das ist eine ganz, ganz frickelige Nummer, wenn der Ring noch zu sehr gespannt ist. Ich setze es jetzt mal an. Seid bitte vorsichtig beim Spannen des Ringes, dass ihr nicht abrutscht und euch den ins Gesicht schnipst. Der Verschluss vom Ring sollte immer oben in der Mitte sitzen. Das heißt, dort, wo die Feder aufeinandertreffen, das setzt ihr in Höhe des Pfeils hier an. Ich selber setze es lieber unten an und gucke erst vorher, wo die Mitte ist, weil ich so ein bisschen besser ziehen kann und nicht mit meinen Fingern zwischen den Gewichten Probleme kriege. Ja, in dem Fall lässt sich sogar ganz leicht machen, aber eigentlich, wie gesagt, ist das eine relativ straffe Nummer hier und der Federring spannt schon arg, aber bei dem ist es eigentlich sehr, sehr gut und er sitzt schon. Das ging jetzt einfacher als gedacht. Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass es bei euch auch so wird. Jetzt haben wir die Türmanschette am Bottich wieder festgemacht. Wir müssen jetzt in umgekehrter Reihenfolge einfach die Frontblende wieder montieren. Und ja, dann das Gerät wieder zubauen. Wir nehmen die Frontblende. Vergessen nicht die Türverriegelung. Das heißt, wenn ihr das Gerät zusammengebaut habt und ihr habt vergessen, den Türverriegelungsstecker wieder drauf zu bauen, könnt ihr eigentlich gleich wieder ran ans Werk und die Türverriegelung wieder montieren. Das Gerät wird dann einfach nicht funktionieren. Der Stecker ist genommen, den stecken wir einfach ein. Da haben wir das schon. Und suchen uns jetzt diese Nasen in diese Langschlitzlöcher. Also wir müssen mit den Nasen in die Langschlitzlöcher drücken die ein. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann nach oben, bis es klackt. Das war schon das Klacken, auf was ich gewartet habe. Und dann nehmen wir uns die Schrauben
und fädeln die erstmal vorsichtig an und ziehen sie wieder fest. Jetzt könnt ihr rechtsrum drehen, wie gesagt, rechtsrum ist fest, linksrum ist ab. Das gleiche auf der anderen Seite. Unten die Schrauben nicht vergessen. So, dann haben wir die erste Seite unten wieder fest. Die zweite Schraube auf der anderen Seite machen wir wieder rein. Und dann sitzt die Gerätefront erstmal wieder. Jetzt kommen wir zur Verbindung von der Türmanschette mit der Front der Waschmaschine. Dazu ziehen wir uns die Türmanschette erstmal wieder raus. Und auch hier ist wie auf der Innenseite so ein kleiner Rand am Gerät und eine Gummilippe, die wir dann vernünftig darüber bauen müssen. Ihr merkt das relativ gut, wenn die saugend im Prinzip sich dort anzieht. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Das ist wieder ein bisschen Frickelarbeit. Hier braucht ihr eigentlich keine Seife nehmen, weil sich das eigentlich ganz gut machen lässt. Genau, Reihe um. Die engste Stelle ist am Scharnier. Also behelfsweise könntet ihr die ganze Tür nochmal abbauen. Aber eigentlich kommt ihr so zurecht, wenn ihr da ein bisschen Druck auf die Türmanschette ausübt. So, damit haben wir das. Wie auf der Innenseite schauen wir, dass hier keine Welle ist. Und dann platzieren wir den Spannring. Hier ist genau das gleiche. Die Feder sollte oben in der Mitte sein. Wir fädeln die von unten ein. Und jetzt brauchen wir die Zange, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und zwar nehmen wir die Zange, gehen auf die eine Seite in das Loch am Federring. Gucken, dass wir einen sauberen Halt haben. Ich mache das jetzt mal mit dem Knie hier. Hier müsst ihr auch wieder vorsichtig sein, dass ihr euch nicht diesen Spannzug ins Gesicht pfeffert. Es gibt blaue Flecken und Striemen, die ihr vielleicht zu Hause erklären müsst. So. Perfekt. Also die Feder aufziehen, dann reihum versuchen, die Dichtung hier rein, oder den Spannring da rein zu fädeln. Und wenn es erledigt ist, sieht es dann so aus. Ich ziehe es jetzt noch mal ein Stück zurück. Und dann haben wir im Prinzip die Türmanschette sauber montiert. Ich schließe das Bullauge und baue die Blende dran. Dazu einfach, wie vor uns beim Abbau, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Und wie gesagt, immer vorsichtig bei den Bedienblenden. Das sind alles kleine Plastenasen, da solltet ihr vorsichtig sein, dass die euch nicht wegbrechen. Lieber ein bisschen länger gebraucht und ein bisschen vorsichtiger an die Sache gegangen, als am Ende die Nasen der Bedienblende wegzubrechen. Da würdet ihr euch wirklich ärgern. Überall die Plastenasen sauber einfädeln. So, da sitzt die Blende. Jetzt nehmen wir die Schrauben, die wir vor uns rausgedreht haben, auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite. Dann kommt das Spülmittelfach wieder rein. Und die Blende unten vor die Laugenpumpe. So, damit haben wir das. Und jetzt mache ich den Deckel wieder drauf. Dazu einfach
bisschen weiter vorne ansetzen. Den Deckel vorsichtig nach hinten, bis er eingerastet ist. Und zum Schluss zeige ich euch noch, wie wir den Deckel wieder dran machen. Das haben wir damit erledigt. So, und jetzt haben wir die Türmanschette von unserer Waschmaschine gewechselt. Wie gesagt, ist eine Sache, die beim ersten Mal ungefähr eine halbe Stunde dauert. Ist ein bisschen frickelig, aber wenn ihr Muse habt und wie gesagt die halbe Stunde euch freischaufeln könnt, dann macht's einfach. Die passende Türmanschette findet ihr über die Typnummer. Wo ihr die Typnummer findet, zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dann ran ans Werk. So, jetzt zeige ich euch noch schnell die Typnummern der Geräte, wo genau ihr die findet. Bei Waschmaschinen und Trocknern ist es relativ eindeutig. Ihr macht das Bullauge auf. In dem Fall haben wir hier einen Trockner von der Marke Siemens. Und bei Siemens seht ihr dann die E-Nummer auf der Innenseite des Bullauges. Ihr seht die E-Nummer. Und mit dieser E-Nummer, in dem Fall ist es WT33A200/01, mit dieser Nummer finden wir alle passenden Ersatzteile für dieses Gerät. Gehen wir mal ein Gerät weiter. Da haben wir eine AEG-Waschmaschine. Auch da ist die Typbezeichnung im Bullauge auf der Korpusseite. Und hier ist es die Modellnummer. Aber bei AEG kommen wir mit der Produktionsnummer, die mit 91 beginnt, schneller zum Ziel. Wenn er uns die schickt, finden wir auch hier die passenden Teile. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch eine Whirlpool-Maschine hier. Das ist was semi-professionelles. Aber auch hier ist es das Gleiche. Nur ist hier die Typbezeichnung an der Innenseite des Bullauges und nicht am Korpus. In dem Fall haben wir hier die Bezeichnung AWG812/Pro. Bei Whirlpool reicht diese aus. Und damit finden wir die passenden Ersatzteile. Ah, jetzt hätte ich beinahe das Wichtigste vergessen. Wenn euch unsere kleinen Videos hier bei der Reparatur und der Instandsetzung eures Haushaltsgerätes geholfen haben, dann würde ich mich riesig über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Wenn es so weit geht, dass ihr sagt, Mensch, das ist ja genial, was die Jungs da machen, dann abonniert am besten unseren Kanal. Wir werden da permanent irgendwelche Haushaltsgeräte reparieren, beziehungsweise auch kleine DIY-Projekte zeigen, die ihr zu Hause nachbauen könnt. Wenn ihr euer Gerät nicht reparieren konntet, weil es vielleicht einfach keinen Sinn macht, nicht wirtschaftlich ist, oder ihr sagt, mein Gerät hat Husten und Schnupfen, das macht jetzt keinen Sinn, da alles zu reparieren, dann findet ihr bei unseren Partnern von allego.de, die blenden wir hier ein, die passenden Haushaltsgeräte, die euren Ansprüchen gerecht werden. Schaut dort mal rein, die Jungs von allego.de haben da wirklich ein Top-Sortiment und ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leute, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ran ans Werk!